Ja, hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge beim Pokémon Strand und Diamant Let's Play. Wir befinden uns immer noch auf dem weiten Weg nach Blitzach, beziehungsweise allgemein in den Norden Richtung See der Stärke. Genau, gucken wir nochmal richtig hin. Wir sind ja zwischen Evigenau und Elysees irgendwie über den Kraterberg nach Norden gekommen und haben jetzt Route 217 vor uns, um dann zum Stärkeufer beziehungsweise zum See der Stärke kommen zu können. Ja, natürlich wird auch dieses Video leider wieder nachsynchronisiert aus Gründen, die sich mir bis jetzt immer noch nicht ergeben konnten, denn mein Grabber-Programm hat leider ein paar Probleme gemacht, hat scheinbar die Tonspur vom Audacity, also vom Mikrofonprogramm, gekapert. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall war die Tonspur des Mikrofonprogramms 1 zu 1 die des Ingame-Sounds, also hatte ich zweimal dasselbe. Sehr blöd, deswegen an dieser Stelle auch das Zitat wird ausgelassen, denn ich habe mir die zwar abgehakt, aber ich habe mir nicht aufgeschrieben, welches wann kam und um das wiederherzustellen, das geht halt nicht. Ich könnte zwar neue nehmen, aber sind wir ehrlich, die Folgen, also die letzte, diese und die nächste werden eh nachsynchronisiert. Deswegen kann ich jetzt theoretisch erzählen, was ich möchte. Hauptsache, es passt irgendwie zum Spiel. Und das wird es natürlich auch, denn ich zeige dir die Techniken, die man in der Skischule eingetrichtert hat. Die man mir in der Skischule eingetrichtert hat. Naja, die Skischule. Mal sehen. Dreimund. Schneebedeck. Schneebedeck ist natürlich sehr dankbar hier in dieser Gegend. Mit einem Feuerstarter-Pokémon ist das alles sehr schön. Das einzige Problem ist natürlich, ja, der Damage durch den Hagel. Das nervt extremst. Wirklich. Das nervt, das nervt. Und es kann zuerst angreifen mit. Was waren das? Eissplitter. Okay, interessant. Da aber Eis nicht so viel Damage macht, ist das alles entspannt. Sicher, Damage ist Damage. Darf man nicht vergessen. Aber trotzdem ist es an sich erst mal entspannt. Das ist okay. Genau, als nächstes kommt ein Enteron. Das haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen. Das kann man relativ gut mit Nahkampf besiegen. Ich denke mal, das sollte man einfach nochmal machen. Einfach weil es gut geklappt hat. Genau, und dann hat er noch zwei weitere. Mal sehen. Oh, Level 50 bei Panfern und Level 46 bei Luxtra. Stark. Level 50, krass. Die Hälfte eigentlich quasi geschafft, ja. Noch ein Schneebedeck, naja, gut. Sollte ja jetzt kein Problem sein. Vielleicht sollte man in Zukunft lieber bei Schneebedeck und Sneebel kann man ja auch Kampfattacken ordentlich einsetzen. Somit sollte man vielleicht den Steigerungshieb einsetzen, denn man weiß ja nie, was das zweite, dritte, vierte, fünfte Pokémon sein könnte. Wo man dann vielleicht doch irgendwie deinen Kampfattacken braucht. Und somit hat man mehr Damage. Deswegen vielleicht mal merken. Nicht immer bloß mit Flammrad. Okay, Eissplitter nochmal. Ja, gut. Also ein richtiger Flammenwurf. Das wäre auch mal gut, oder? Oder die Lohe-Kanonade, oder wie die heißt. Ich kann es nicht fassen. Meine Techniken haben versagt. 2800 Poké-Dollar. Naja, immerhin. Das ist doch schon mal was. Oh, hier wird der Schnee richtig tief. Das war auch schon, glaube ich, beim DS so. Aber hier liegen halt immer noch so wunderschöne Items rum, wie ein Fläschchen Eisen. Perfekt. Da oben sieht es wieder aus wie ein Ninja. Und das nächste Item liegt auch schon rechts. Es gibt verschiedene Arten von Ninjas. Welche Art gehörst du an? Meint er jetzt sowas wie die Häuser von Harry Potter, also Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Schlytherin. Ninja-Junge Hiede. Hiede. Hiede habe ich auch noch nicht gehört, muss ich sagen. Also klar, im Englischen heißt es Hide, das heißt verstecken. Unter anderem heißt das verstecken, ja. Aber Hiede so als Vornamen, keine Ahnung. Ich hätte es noch nicht gehört, aber das ist cool. Wir lernen mal wirklich neue Vornamen. Oder vielleicht werden auch natürlich ungewöhnlichere mal genommen. Einfach um die mal zu zeigen, dass nicht jeder hier
keine Ahnung, Thomas Müller heißt, was ja der häufigste Name in ganz Deutschland ist, also die häufigste Vornamen-Nachnamen-Kombination. Deswegen ist es einfach nur eine Sache der Statistik, dass auch ein Fußballspieler so heißen musste. Früher oder später. Ja, und damals ist jede schon besiegt. Ich bin weder auf die eine noch auf die andere Art ein wirklicher Ninja. Tja, nützt dir leider nichts. Mal gucken, was das hier oben für ein Item ist. Und da ist noch ein Haus, oh. TM07 Hagelsturm, als ob wir die jetzt noch brauchen bei dem Wetter. Mal gucken, was es da gibt. Nochmal ein Bettchen zum Aufwärmen. Oh ne, ein Wanderer, okay. Als ich mich durch den Schneesturm kämpfte, habe ich eine TM verloren. Sie hielt die Attacke Kraxler. Oh, die könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Kraxler, das ist natürlich... Kraxler ist sehr wichtig. Vielleicht ist ja das... Das ist schon die TM. Perfekt. Ich denke, wir sollten die TM jetzt erstmal noch zurückbringen. Denn es ist ja seine TM. Ich denke schon, das ist richtig so. Das macht man. Macht man einfach so. Nanu, hast du etwa meine TM gefunden, aber jetzt kann ich sie dir unmöglich einfach so wieder wegnehmen. Du hast sie gefunden, also gehört sie dir. Ich hoffe, sie wird dir von großem Nutzen sein. Und weil mir deine Ehrlichkeit gefällt, möchte ich dir außerdem das hier schenken, die Frosttafel. Oh, sehr spannend. Drei Lebewesen brachten das Urwesen hervor, um Zeit und Raum zu binden. Drei Lebewesen, drei Seen. Dreieck. Illuminati confirmed. Diese Frosttafel habe ich unter dem Schnee gefunden. Ich bin zwar kein Experte, aber sie sieht echt antik aus. Vielleicht ist sie ja so alt wie Sinnoh selbst. Ja, ich habe mal gehört im Radio, antik bedeutet mindestens 100 Jahre und mehr. Alles darunter ist tröde. Spannend. Ob man die auch bei eBay Kleinanzeigen hier verscherben kann oder bei Baures Ferraris? Ich meine, für so 80 Euro, ne? Geht die bestimmt weg, die Frosttafel. Okay, das ist ein bisschen insidermäßig. Es gibt da halt immer eine Person, der... Oh, wo kommt der denn her? Ich glaube aus dem Schwarzwald oder Baden-Württemberg oder so. Und halt mit seinem Akzent sagt er dann immer wieder... Als Einstiegsgebot nimmt er sehr oft 80 Euro. Also außer natürlich ist es jetzt irgendwas, was jetzt... Keine Ahnung. Einen Wert von weit unter 100 Euro hat, dann nicht. Aber sonst... Irgendwie meistens immer so, wenn das so... Keine Ahnung. Wenn der so auf 300 Euro rauskommt, fängt er zum Beispiel mit 80 an. Muss man gesehen haben, deswegen ist ein bisschen, ja, ein bisschen natürlich gestellt, auch die Sendung, das stimmt schon. Ich denke, da sind vielleicht auch schon manche Schätze für viel zu wenig Geld weggegangen. Ich erinnere mich, da gab es eine Folge mit so einem Kreuz, wo angeblich ein Splitter vom Kreuz von Jesu Christi, also von Jesus Christus, drinne gewesen sein soll. Ob das nun wirklich stimmt, keine Ahnung. Aber es war halt mit Diamanten und oder mit irgendwelchen Edelsteinen auf jeden Fall verziert. Ich glaube, am Ende ist das Ding für 35.000 weggegangen oder so. Ich weiß nicht, ob sowas nicht mehr wert sei, aber ich glaube, bei sowas dem Wertschätzen ist auch schwierig. Stimmt, wir wollten uns mal unsere Orden angucken, die nicht poliert sind, aber wir haben 6 Orden, immerhin. Das ist schon mal was wert. Und, was wir auch schauen wollten, ist, ob man Auflockern denn nicht auch im Kampf einsetzen kann. Bestimmt, weil es ist ja eine TM. Aber was das denn bringt. Denn mir war es so, dass es in irgendeiner Attacke oder irgendeine Fähigkeit gibt auf Lockern. Da ist es. Gibt Attacken, das zieht aus wie Reflektor, senkt aus dem Rausweichwert, kann als Zwemmattacke, ja. Das ist halt auch Mikrofon geschlagen, Entschuldigung. Dass es Attacken gibt, die dafür sorgen, dass sowas wie Hagelsturm oder Sandsturm oder sowas einfach weggeht. Ich meine, Rayquaza kann das ja an sich aus. Rayquaza hat ja die Fähigkeit, das ist halt Klarheit, heißt das, glaube ich, genau. Und dann wird es halt wirklich klar. Aber können Mutter Natur durch die Sohlen unsere Skischuhe spüren? Okay, ich meine, wenn du barfuß läufst, könntest du auch Mutter Natur spüren, wenn du einfach irgendwo langläufst, egal ob nun Schnee oder nicht Schnee. Mantirps. Ach ja, von... Ach, wie hieß das? Von Manta rochen die Vorentwicklung, von Mantax. Ja, Kampfattacke nützt ja nichts, ja. Ist halt Typ Wasser, ja, schwierig. Aber Nahkampf ist halt wirklich sehr stark. Echt.
Wenn es halt nicht den Nebeneffekt hätte, dass es die Verteidigung senkt. Das ist ein bisschen das Problem natürlich. Ja, jetzt sind wir nämlich schon echt in einem knappen Bereich, weil noch ein, zwei Mal und dann, also ein, zwei Mal Hagel und dann ist natürlich von Ferno auch besiegt. Aber ich denke mal, das Nibel sollte noch machbar sein. Auf jeden Fall ist es auch bei Typ Eis, wie schon gesagt. Auch hier hätte man vielleicht über den Steigerungshieb machen sollen. Ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man das im Nachhinein sich jetzt nochmal anschaut. Zum Nachkommentieren. Hätte jetzt auch wieder nichts gebracht, der Steigerungshieb. Der Kampf war ja vorbei, aber wäre der Kampf länger gegangen, sowas muss man manchmal pokern, dass man das dann echt macht. Also da, oh, nächste Hütte. Vielleicht doch nochmal ein Badge zum Ausruhen, das wäre gar nicht so schlecht. Ein Mensch, welch ein seltener Anblick. Vielen Dank für deinen Besuch. Hier, das schenke ich dir. Einen Bannsticker. Sehr spannend. Klingt ein bisschen creepy, aber okay. Wer bist du? Ich verwende das Itemradar meines Pokéjumps, um nach Dingen zu suchen, die unter dem Schnee verborgen sind. Okay, vielleicht hier an dem großen Stein. Es wird Eis überzogen, besser nicht berühren, wenn du nicht daran festfrieren willst. Das ist cool. Das ist sehr witzig. Dass man auch solche kleinen Sachen, sag ich mal, eingebaut hat, das ist doch eine coole Sache. Ja, hier ist der nächste Ninja. Oder Astrainer. Nee, um meine Gewandtheit zu verbessern, trage ich nur leichte Kleidung. Bei dem wird dann noch viel Spaß. Kolja. Ah doch, ja, nicht Ninja, aber Schwarzgurt, ja. Das kommt ja fast dasselbe. Ja, natürlich mit 26 KP wird das schwierig, auch wenn wir natürlich jetzt den Vorteil haben des Notbrandes, wie hieß das doch, glaube ich, dass die Feuerattacken nochmal verstärkt werden. Ja, das heißt, das sind 10 Damage, das heißt, wir können nur noch 2 Runden überstehen, aber Maschok, das wird schwer. Feuer gegen Kampf, naja, was anderes nützt nicht viel. Wahrscheinlich Kampf gegen Kampf macht wahrscheinlich weniger. Aber es hat, dafür hat es gereicht. Staraptor Level 44. Oh, nix. Also sollte eigentlich mit einem Nahkampf besiegt sein. Normalerweise, wenn es nicht sowas hat wie Robustheit, dann ist natürlich, ja, das ist natürlich sehr blöd. Das heißt, egal was Onix jetzt macht, aber Onix müsste auch Schaden bekommen, oder? Onix bekommt da auch Schaden durch das, durch den Hagelsturm. Also ja, das Sandgrab kann jetzt treffen, das ist aber egal, weil hat es ja auch nicht, ja. Deswegen, alle beide sterben durch Hagel. Ja, natürlich sehr gut. Deswegen gibt es auch keine Erfahrungspunkte, weil Onix durch Hagel gestorben ist und nicht durch eine Attacke. Super. Es ist schon komisch. Haben wir es jetzt geschafft, Route 217? Nee, noch nicht ganz. Hier geht es noch weiter. Aber wir brauchen auf jeden Fall wieder einen neuen Superschutz. Das ist, denke ich mal, klar. Denn wer will schon gerne gegen irgendwelche fremden Pokémon kämpfen. Wir haben ja noch Luxtra, Staraptor, Jirachi. Aber erstmal hier den Kampf. Was gibt es denn? Du möchtest einen Pokémon-Kampf? Wenn dir kalt ist, dann kämpf doch einfach nicht. Mareike. Ja, jetzt natürlich Roselia, wo mir Panferno leider ja, erstmal nicht mehr einsetzen können bis zum nächsten Pokémon Center. Oder wir nutzen den Beleber, aber ich glaube, das wäre jetzt auch Quark. Das wären jetzt vertane Mühe. Giftton, na toll. Setzt mal einmal eine direkte Attacke ein und wird man schon bestraft durch einen Giftton. Wenn es nicht Statik ist, ist es halt sowas. Okay, klar. Mit Luxtra kann man das ja machen. Ich meine, das kriegt ja auch nur Damage durch den Hagel, aber ist okay. Dann noch Egelsamen. Was noch? Gift, Egelsamen und Hagel. Das ist... Ja, da fehlt eigentlich echt nur noch die Paralyse oder so. Das wäre es noch gewesen.
Das wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen gewesen. Jetzt noch Paralyse, da nicht angreifen können oder so. Das wäre sehr verrückt gewesen. Ich glaube selbst dann hätte ich echt mal einen Hyperheiler oder so eingesetzt. Vielleicht noch Konfusion. Genau, Konfusion und Paralyse und Vergiftet und Hagel und Egesam. Und am besten noch Wickel oder sowas. Ich will gar nicht wissen, wie viele Runden man da überstehen kann. Aber wenigstens bei Golkin können wir natürlich eine schöne Elektroattacke einsetzen. Da lohnt sich das mit dem Voltwechsel oder dem Funkensprung. Egal, was man einsetzt, das ist ja alles beides recht gut. Deswegen, stark. Puh, du bist ein Mensch. Was für eine Erleichterung. Was sollte ich denn sonst sein? Sehe ich denn so komisch aus? Echt? In dieser Gegend gibt es, viele sagen, über allerlei Spuk. Naja, gut, okay, das erklärt dann vermutlich wegen der Schneemassen. Ja, kann natürlich sein, dass man da irgendwie im Schnee vielleicht Gespenster sieht, die es gar nicht gibt. Das kann natürlich echt gut sein, deswegen, ja gut. Deswegen hatte sie Angst und war nicht kalt, sondern sie hat einfach Angst gehabt. Okay. Stärkhof, oh, da sind wir ja also schon. Cool. Und natürlich wieder Team Galaktik, wer sonst? Wache zu stehen ist eine sehr wichtige Aufgabe. Wenn ich die Arbeit hier mit Bravour zu Ende bringe, habe ich mir ein Pipi verdient. Okay. Wir stehen hier sicher, dass die Arenaleiterin von Blitzach uns nicht in die Quere kommt. Ah, was heißt das wohl? Wir müssen nach Blitzach und müssen erstmal die Arenaleiterin besiegen. Ja, ist jetzt auch unsere neue Task. Habt ihr unten gesehen? Unsere nächste Aufgabe heißt wirklich, begib dich zur Blitzach-Arena. Naja, gut. Sollte ja kein Problem sein. Wir sind nämlich schon da. Aber ihr habt es gesehen, da oben ist noch ein Item. Das wollen wir auf jeden Fall noch holen. Das wäre noch sehr wichtig. Denn es ist ein Hyperball, ja. Kann man einfach mal mitnehmen. Sollte man nicht liegen lassen, sowas. Aber jetzt nochmal einen Schutz einsetzen, lohnt sich eigentlich nicht. Wir riskieren es einfach mal hier über die drei Stückchen Gras zu laufen. Das war's, genau. Ja, gucken wir mal noch hier noch in der Stadt rum, was es hier so gibt. Ihr wisst, viele Texte werden einfach geskippt, weil sie vielleicht nicht so wichtig sein könnten. Deswegen erstmal überall quatschen mit den Leuten. Auch hier mit, weiß gar nicht, ist das eine Trainerin allgemein oder sind einfach nur Leute mit Wintermützen? Okay. Oh, sie hat ein Flemli. Vielleicht möchte das ja geben. Meditales möchte es gegen Apollo. Naja. Apollo wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Dann kriegt man ja Gengar. Das müsste man vielleicht echt mal merken, dass hier oben Meditales gebraucht wird. Aber ich glaube, das vergisst man eh. Das wird man leider eh wieder vergessen. Was ist hier oben? Ein Tempel. Oh, cool. Ich glaube, da werden wir erst später rein können. Wir müssen bestimmt erst den Arenaleiter oder die Arenaleiterin machen. Entschuldigung. Frieren selbst die Wimpern zu. Naja, schwierig, ja. Aber das kann halt echt im Winter passieren, dass die Wimpern zufrieren, wenn es so kalt ist. Schon verrückt, ja. Hast du nicht zufällig ein hippes Wort parat? Illumination, Elektroball, strahlend, leuchtend. Elektroball, bestimmt. Ja, das gibt irgendwie Flashbacks an die aktuell zur Auswahl stehenden Jugendwörter des Jahres 2022, wo halt auch Gomme-Mode dabei ist. Gomme-Mode. Ja, er sagt immer dasselbe, egal was man nimmt. Scheinbar zumindest. Gomme-Mode, ist schon verrückt. Also Sass, wenn es Sass wird, das wäre natürlich cool. Weil, das wäre Sass. Ja, hier findet man einfach einen Hypertrank. Ich bin noch ehrlich gesagt ein bisschen zu faul, das Itemradar zu nutzen. Ja, wenn das Sass wäre, das wäre natürlich cool, obwohl Among Us nicht mehr so beliebt ist, aber naja. Ja, natürlich noch schnell ins Pokémon Center und dann ja, können wir höchstens noch in die Arena reinschauen. Aber ich denke mehr dann auch nicht. Denn das ist dann eine Sache für die nächste Folge. Genauso ist es. Hier noch mit den zwei Leuten quatschen, die hier drin sind. Ja, wusstest du, dass es in der Gegend von Blitzach viele Eis-Pokémon gibt? Ja, bei dem Wetter? Ja, schon. Macht natürlich Sinn eigentlich. So im Schnee wäre das gut. Aber es gibt natürlich auch manchmal Pokémon, die nicht unbedingt typisch sind für die jeweiligen Gebiete. Deswegen ein Trainer, der von der Pokémon-Liga... Oh, das muss man uns auch merken, wenn wir die Liga geschafft haben. Ja, dann geht's dahin. Wie schon gesagt, See der Stärke ist erstmal nicht. Wir müssen erstmal im Blitzach hier alles machen. Also alles im Sinne von die Arena. Und ja, da gehen wir noch fix rein, aber dann war's das auch schon.
spannend. Das wird richtig witzig hier mit den Schneebällen. Aber wie gesagt, das gibt es dann in der nächsten Folge. Ich denke und ich hoffe, dass diese Nachsynchro jetzt halbwegs okay war. Deswegen mal sehen. Ja, die Konzentration ist ja sehr wichtig in dieser Arena. Wird mehrmals noch gesagt werden. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann!